So, herzlich willkommen zurück zu Mindhealth Creator Server Let's Play. Yay! Folge 257, was eine hässliche Zahl. Nein. Was wir brauchen bis. Nein. Genau. So. Jutchen. Da und da. Und dann gehen wir mal los. Wir waren. Gott, ich weiß überhaupt nicht mehr, was wir letzte Woche gemacht haben. Ist einfach zu warm. Vielleicht hätte ich mal ein paar alte Aufnahmen angucken sollen. Ah, irgendwie Bäume gefällt für irgendwas? Nee, ne? Doch. Momentchen. Stimmt, wir haben unsere Lager. Wir waren dabei, unten ein Lager zu bauen. Da, hier, Katakomben. Genau, und da brauchen wir Holz für. So war das. Yay! Steht sogar schon hier. Lol. Bitte haben Sie etwas mehr Respekt. Dankeschön. Ach du Kacke. Was habe ich denn hier gemacht? Oh mein Gott. Immer diese Entscheidungen, die man trifft, wenn man besoffen ist und dann bereut, wenn man wieder nüchtern ist. Genau so komme ich mir jetzt gerade hier vor. Was habe ich denn hier gemacht? Digga, ich sollte weniger rauchen beim Spielen. Okay, komm, wir legen einfach mal los. Wie eben, wir haben die ganzen Bäume gepflanzt, weil wir Holz brauchen für die Dwarva. Gut, die eine Spitzhacke wird wahrscheinlich nie im Leben reichen. Keine Ahnung, was ich mir jetzt dabei gedacht habe. Achso, wir haben ja bloß eine. Ha. Ich fäll am besten mal einen Baum nach dem anderen, damit wir hier das ganze Zeug immer recht einsammeln können. Das macht die Sache etwas einfacher. Vor allen Dingen habe ich einen besseren Überblick über die Spitzhacke. Holla die Waldfee, Alter, da habe ich mir was vorgenommen. Gut, die Blätter müssen wir jetzt nicht unbedingt alle einsammeln, aber mindestens halt das Holz, ne? Ich damit also einfach immer hier so runter, ne? Da sammeln wir das ganze Holz auf jeden Fall ein. Und bei den Blättern, da sammeln wir halt das ein, was irgendwie zu uns, ne? Und der Rest ist ja noch egal. Ach, sieht das gut aus. Sehr geil. Ich weiß doch gerade absolut nicht mehr, wie viele Blätter, Baumstämme, meine ich doch, wie überhaupt brauchen. Hatte ich das damals ausgerechnet und entsprechend viele Bäume gepflanzt oder habe ich einfach drauf losgepflanzt? Also mir kommt das Ganze gerade nicht sehr überlegt vor. Tja. Ich habe da vorne noch weitergemacht, ne? Da geht's noch weiter, oder? Oh Gott. Ich nehme nie wieder Let's Plays auf, wenn ich gerade stark besoffen bin. Oder high bin. Oder irgendwas. Was ist hier los? Warum sinke ich gerade? Ist ja auch egal. Lol. Ach so, ja klar. Ich schon wieder. Ja. Eben, das Blatt ist nicht verschwunden, weil. Also es ist nicht verschwunden, weil hier Holz war, sondern weil hier Baumstämme sind. Deswegen ist das Blatt da geblieben. Sieht genauso wie das hier. Unsere automatische Anlage hier. Wir werden überwacht. So, wie sieht unser Speicherplatz aus? Wow. Hä? Achso, nee, die haben wir schon hier drin gehabt. Alter, was ist denn hier los? Oh Gott, was mache ich denn hier? Nee. Ah ja, noch gut. Tja, ich weiß auch gerade gar nicht mehr. Wir hatten drei Lager, ne? Drei Abteile jeweils?
Und pro Abteil hatten wir denn 9 Stück, oder? Also 9 Dorf war pro Abteil, oder war... Nee, Quatsch, nee, wir hatten 12 gemacht, genau. Da hatte ich ja noch rumüberlegt gehabt, wie wir das machen. Und genau, wir haben aber dann 12 gemacht. Das heißt, wir haben quasi 12 mal 9 an Dwarver, oder? Warte mal ganz kurz. 12 Dwarver, 3. Ah ne, wir haben ja 2 Seiten immer. Das heißt, wir haben quasi 3 Abteile, 24. Also quasi 24 mal. Was? 3 Abteile? Genau, doch, 24 mal 9, ja. Da läuft doch mal vorwärts hier. So. Brauchen wir echt schon eine ganze Menge Dwarver. Ich meine, 420 mal 9 sind allein. Also wir brauchen halt mindestens 216 Dwarver. Das ist schon eine ganze Menge. Und pro Dwarver brauchen wir auch noch eine Menge Holz. Also ich weiß nicht, wie viel wir da jetzt denn tatsächlich... 216... Wie viel Holz brauchen wir denn pro Dwarver? Wir brauchen mindestens eine Kiste. Kann sein, dass ich das schon mal ausgerechnet habe und das wieder vergessen habe. Warte mal ganz kurz. Wow. Brauchen wir eine Kiste plus 6 Holz. Das wären also 14 Holz pro Kiste. 14 mal 216. Alter. Was gibt ihr mir für Mathehausaufgaben? Ich wollte dich doch verarschen. Ich meine, wir können es einfach mal so, ne, so Let's Calc quasi, ne, einfach mal so mathematisch ganz einfach aufdruseln, ne, so schön Schritt für Schritt mit Bildanleitung. Also, 216 mal 14 ist ja nichts anderes als 216 mal 10 plus 216 mal 5 minus 216. Oh, wie wollen wir gerade? So, sollte reichen. So, 216 mal 10, das kriege ich im Kopf niemals im Leben hin. Das muss irgendwas mit 200 sein. Nein, also das sind natürlich 2160. So, 216 mal 5 ist ganz einfach. Einfach 216 mal 10 durch 2. Das heißt also, sind 1080. So, das heißt 1080 plus 2160. Das wird schon etwas schwieriger. Das sind dann quasi 2880. Nein, kommt überhaupt nicht hin. Jetzt muss ich überlegen. Also 2160 plus 1080. Das ist ja schon. Achso, Quatsch. Ich habe gerade. Ja, eben. Sind das 5760? Oder bin ich gerade dumm? Das würde voll hinkommen. Nein, kommt überhaupt nicht hin. Was laber ich eigentlich für Müll? Das kommt in keinster Weise hin. Alter Leute, ich fühle mich gerade wie auf Drogen. Wisst ihr schon, ne? So. Vielleicht sollte ich auch nicht rechnen, während ich die ganze Zeit die Bäume fälle. Ich glaube, das macht nicht besser. Unsere Spitzhacke ist auch gleich weg. Das ist nicht gut. So. Da hinten sind echt noch mehr Bäume, Alter. Was habe ich denn getan? Ich Monster. Oh, ich habe da Holz liegen lassen. Das war aber nicht sehr gut. Scheint aber erstmal nicht viel mehr zu sein.
So, okay, egal. Auf jeden Fall zurück. Also wie gesagt, wir waren bei 2160 plus 1080. Was ja eigentlich mathematisch ganz einfach ist. Ne? 2160 ist genau das Doppelte von 1080. Wir brauchen also einfach nur 1080 mal 3 rechnen. Dann haben wir quasi 2160 plus 1080. So, und dann kommen wir sauber auf 3240. Bla bla bla. Da müssen wir jetzt wieder 216 abziehen. Lange Rede, gar keinen Sinn. Das sind also so ungefähr so roundabout. Scheiß Blätter hier. Genau. Also, wir brauchen ungefähr 3000 Blöcke. So. Hallo, danke. Ist der schon wieder voll hier? Oh, ja, tatsächlich. Gut, unser erster Backpack ist auch fast voll. Also natürlich nicht so nice hier. Gott, wir haben viel zu viel Scheiß. Gut, unsere Spitzhacke ist auch fast tot. Wir müssen also sowieso bald nach Hause. Da machen wir gleich mal Abstecher zum Lager und lagern da die ganzen Blätter ein. Wobei unser Lager garantiert das Ganze auch nicht verkraften kann. Wie viele Bäume wohl noch kommen werden? Wobei, da hinten sieht es ruhig aus. Scheint da vorbei zu sein. Oh Gott, hier ist aber... Alter, willst du mich verarschen? Okay, gut, dann gehen wir erstmal unsere Spitzhacke reparieren. Und dabei gleichzeitig noch ein paar Blätter hier einsammeln. Gehen wir mal schön Richtung Lager. Wobei, die Blätterkiste im Lager, die war auch schon fast voll, ne? Oder war die nur halb voll? Irgendwas war doch da. Mal gucken, ob irgendwo noch Holz rumliegt. Ich hoffe mal nicht. Das wäre echt traurig. Alter, wie viel... Ne, hier unsere Starvation, die geht ja hier runter. Ist ja hier Halbtrom, ist das ja... Ist ja. Ich meine, gut, ne, wer würde auch in der Realität pro Tag 50 Bäume fällen? Ne, da ist man dann durchaus schon ein bisschen ausgepowert, würde ich mal sagen. Aber andererseits, ja. So, okidoki, Blätter sind ganz hinten. Du gehst erstmal nach da. Ich lagere am besten erstmal alles aus, damit ich mal ein bisschen Ruhe habe. Wobei, wir haben ja gar keine Bäume, ne? In den Kisten haben wir... Ne, Holz haben wir hier gar nicht. Na, supi. Dann packe ich euch erstmal hier rein. Damit ich mein Inventar leer habe für Blätter. Weil die will ich jetzt nämlich erstmal rauspacken hier. Wie viel Platz hast du denn noch? Ach, guck. Hä? Ist ja falsche Kiste. Okay. Oh. Die ist bereits voll. Hä? Ach nee, wir hatten letztens bei der Gesteinskiste, da hatten wir letztens, die war hier fast voll. Genau, hier, 50%. Das war das mit den 50%, wo wir hier schon alle Upgrades drin haben. Das war das, ja. Die Sache ist, man kann ja die Upgrades, glaube ich, auch im Betrieb rausnehmen. Man muss halt nur darauf achten, dass man dadurch nicht unterhalb der Grenze kommt, ne? Weil wenn man unterhalb der Grenze kommt, also wenn man quasi so viele Upgrades rausnimmt, dass die Kiste zu voll wird, dann war es glaube ich so, dass das, was zu viel ist, quasi einfach verloren geht. Disappeared. Oder droppt es denn? Ist ja auch egal, auf jeden Fall nehmen wir mal das Upgrade hierfür. Nein. Dankeschön. So, jetzt haben wir hier wieder ein bisschen Platz. Ach, ich bin doch dumm. Wir haben doch Tannennadeln und keine normalen Blätter. Kiefernadeln, meine ich doch. Ich schon wieder. Hier muss das Zeug rein. Da war es ja doch richtig, dass ich schon auf die Seite geklickt habe. Wobei es auch schon wieder fast voll ist. Ach, scheiße. Brauchen wir trotzdem ein Upgrade. Dann upgraden wir mal. Beziehungsweise, wir wollten ja auch irgendwie mal Öl draus machen, oder? Können wir daraus direkt Blätter, direkt Öl machen?
Bin ich jetzt bescheuert? Was tue ich denn gerade? Wie war denn das? Doch, können wir einfach Blätter nehmen. Gut, dann machen wir das tatsächlich auch mal. Weil Kiefernadeln, ich weiß nicht, da lohnt sich das gar nicht so viel aufzusammeln, aufzuheben. Dann kommst du auf jeden Fall erstmal wieder hier oben rein. Da machst du durchaus am meisten Sinn. So, und hier werden wir dann mal, beziehungsweise nein, da nicht, sondern in dem, was noch in den Taschen ist, werden wir mal ganz viel Ölextrakt extrahieren. Beziehungsweise einmal voll machen kann ich dich, so. Und jetzt mit dem, was jetzt noch übrig ist, damit machen wir den Ölextrakt. Ich denke mal, das ist die effektivste oder die sinnvollste Herangehensweise oder so. So. Dann einmal nein. Alles. Ach, aber da können wir dann noch mal gleich zwei. Ah, gut. Haben wir zwar auch nur eine Art Platzgewinn, aber jetzt nicht so viel, wie ich gehofft hatte. Guck mal, Sugar können wir auch draus machen. Sehr interessant. Hä? Oh. Go and fuck yourself. So, da. Ja. Also, paar bleiben noch viel übrig. Wir haben aber noch ein paar Blätter. Soweit ich weiß. Ja. Sogar eine ganze Menge. Jetzt haben wir natürlich dafür den ganz viel Ölextrakt. Natürlich auch eine feine Art. Nein, was will ich denn der jetzt schon wieder mit den Dwarven, Alter, ist der. Alles. Alles. Und einmal alles. Ach, schon bleibt wieder. Leck mich. Weg mit dir. So, jetzt haben wir ein bisschen Öl. Immer noch ganz schön viel. Können wir aus dem Öl was Sinnvolles machen? Kann man das weiter komprimieren? Ja, man kann es kochen. Nö. Genau, das brauchen wir ja später, denn für die Plastikdinger da. Genau. Aber da kommt auch immer jeweils nur ein einziges raus. Das heißt, man kann es damit nicht nochmal platzsparender machen. Wenn wir das quasi jetzt schon ein Dingster boostern. Kerzen, Alter. Das wäre halt auch geil. Aber erstens haben wir eine Holzhütte bei uns. Das heißt, da Kerzen aufstellen wäre schon grob fahrlässig, ja. Und zum anderen haben wir halt schon eine Beleuchtung. Oder? Ne, haben wir? Haben wir nicht. Doch. Ja, doch, wir haben diese Neon-Katze da. Aber ja, ein bisschen Licht macht die ja. Partylicht. So, dann gehen wir jetzt mal in unser Hütlein. Bis wir jetzt erstmal gucken. Ich glaube, die Aufnahme ist schon relativ lang. Wann haben wir denn gestartet? Wir haben gestartet um 13. Ist ja noch Zeit. Ist ja noch ganz viel Zeit. Könnte man ja glatt noch im Weltkrieg beginnen. Mache er hinne. Ich sollte mal meinen Cache-Ordner mal lernen. Weil mir ist aufgefallen, bei Mindtest, ne, der hat ja, ne, Mindtest cached ja auch die Texturen und sowas alles, er hat ja einen Cache-Ordner. Und der wird, ne, nach einer Weile, gerade wenn man so auf mehreren Servern spielt, die auch mit sehr vielen Texturen arbeiten, weil sehr viele Blöcke und sowas alles, dann wird der Ordner sehr schnell, sehr voll und ne, umso voller ein Ordner ist, also jetzt nicht von der Datenmenge her, sondern von der Anzahl der Dateien. Ne? Das Problem ist halt, ein Rechner ist ja ein, ja, halt etwas, was abgearbeitet wird. So, und wenn ein Programm in einen Ordner auf eine Datei zugreift, dann navigiert er zu dem Ordner, indem er quasi, ne, angenommen, ganz einfaches Beispiel, ich mache das auch als Windows-Beispiel, damit ihr mitkommt, ne, du greifst zu auf C, Windows, System 32 und dann weiß nicht, ja,
132 DLL, jetzt als reines Beispiel. So, dann kann der Rechner ja darauf nicht einfach magisch zugreifen und hat die Datei, sondern nein, er muss hingehen, er muss erstmal Laufwerk C natürlich, klar, muss dann Laufwerk C einlesen, um ne, zu gucken, okay, an welcher Position auf der Festplatte steht die Datenstruktur für den Windows-Ordner. Dann muss er die einlesen, die durchgehen. Dann muss er gucken, okay, an welchem Ort steht die Datenstruktur für den System 32 Ordner. Dann muss er den durchgehen. Und damit er dann in der Datenstruktur gucken kann, okay, wo ist System 132.dll. Ist alles schön und gut. Das Problem ist, dieses Durchgehen dieser Struktur dauert natürlich, je länger oder je größer der Inhalt eines Ordners ist, als Dateimenge. Und der Mindtest Cache-Ordner, der wächst teilweise auf viele 10.000 Dateien an. Und ist natürlich klar, wenn so ein Server lädt, dann lädt er eine Textur nach der anderen, muss aber jedes Mal bei jedem Laden einer Textur natürlich den gesamten Ordner durchforsten, bis er diese Datei entsprechend immer gefunden hat. Und wenn man denn, weiß nicht, beim Server, der 1.000 Texturen braucht, 1.000 Mal einen Ordner durchgehen muss, der 10.000 Dateien beinhaltet, dann heißt es, wenn man im Durchschnitt nach 5.000 Dateien jetzt erreicht hat, muss er 5 Millionen ja, Felder quasi durchgehen. Und das ist natürlich, das merkt man dann auch irgendwann. So. Leider würde gar keinen Sinn. Hier ist das Ding, was ich suche. Und dementsprechend ist es halt eigentlich unliebsam, Ordner zu haben mit sehr großen Dateienstrukturen. Da macht es mehr Sinn, das quasi in verschiedene Unterordner aufzuteilen. Also, dass man jetzt, ne, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, komm, ich habe jetzt random Namen, die hexadezimal dargestellt werden oder keine Ahnung was. Also, ja, weiß nicht. Nehmen wir das als Beispiel. Ne? Einfach random Namen, hexadezimale Darstellung. Mit sowas arbeitet man ja bei Cache-Strukturen meistens. Das sagt halt, okay, ich packe nicht alle Dateien in einen großen Ordner, sondern lege einen Ordner an 0. Da sind alle Dateien drin, die mit 0 beginnen. Ein Ordner 1, alle die mit 1 beginnen, so weiter bis 9 und dann halt noch von A bis F. Dann splittest du quasi diese, weiß nicht, 10.000 Dateien in 16 Ordner auf. Das verringert die Datenmenge an sich nicht, erhöht aber extrem die Zugriffszeit. Und das ist halt etwas, wo man halt, ne? Schon fertig? Lol. Und da muss man halt immer gucken, dass einzelne Ordner nicht zu groß anwachsen. Das nicht gut. Ich meine, Linux kann mit großen Dateien wesentlich besser, mit großen Ordnerstrukturen wesentlich besser umgehen als Windows zum Beispiel. Bei Windows taucht dieser Effekt noch viel schneller auf. Aber auch Linux ist kein Wunder. Also, ne, das gilt natürlich unter Linux ganz genauso wie unter Windows. Also, das ist halt einfach eine Sache, die ist allgemeingültig. So, die Frage ist, verpacken wir jetzt unser ganzes Ölextrakt hin? Ich habe da jetzt gerade nicht so wirklich, einen Ort. Schmeiß einfach alles in den Ofen, kann nicht schief gehen, ne? Oh Gott, hier ist doch auch noch Scheiße drin. Oh Gott. Hätte ich bloß nie nachgeguckt. Ölextrakt. Schmeißen wir jetzt auch einfach ins Lager. Dann packen wir es jetzt hier einfach erstmal irgendwo hin. Hier ist auch noch eine fast leere Kiste, genau. Du musst mal nach da. Damit das Ganze hier ein bisschen ordentlicher aussieht. Das heißt, du kommst nach da, du kommst nach da, du kommst nach da. Und was ist hier eigentlich los? Du kommst nach da. Ja, eben der Knochen hatte gar nichts drin zu suchen. Wow, ist hier ein Knochen drin, Alter. Ich glaub das ja nie. So, der Knochen kommt da oben in die Kiste. Können wir eigentlich auch mal bald wieder hier ein bisschen Bone Meal machen, ne? Ein bisschen Dünger herstellen. Wobei ich nicht weiß, ob sich das lohnt. Nicht wirklich. Weil wir haben schon massig Dünger und das verwenden wir quasi auch nie. Von daher. So, Taschen sind jetzt wieder einigermaßen leer, ne? Ja, gut, okay, die Baumstämme, natürlich, klar. So, siehst du, wenn wir schon mal hier sind, in dem Häuslein, dann schmeiß ich auch nochmal einen Rechner hier an. Ein Computer im Computer, immer ganz witzig. So, also wir haben
Erstmal verifizieren, dass ich hier nicht falsche, auf falsche Tatsachen beruhenderweise rechne. Es ist draußen so hell, ich sehe gerade auf dem Monitor so scheiße gar nichts. Ich muss mal meinen Gamma-Wert ein bisschen hochdrehen. So, das ist... Ach, 5 mal 4 haben wir. Oh Gott, wir haben ja noch viel mehr. Heilige Scheiße. Ist ja gar nicht 12. Das sind ja 20. Das ist natürlich ein bisschen... Das ist... Das ändert die Sache natürlich ungemein. Holy shit. Das ist ja fast das Doppelte. Ja. So viel zu 3000 Blöcken. Dann wären es ja eher so Richtung 5000 Blöcke oder sowas, ne? Wir gucken einfach mal. So, wir haben also quasi 20, ne? Pro Fläche quasi 20 Stück. Das mal 3 ab, oder machen wir erstmal, ne? 20 pro Abteil. Wir haben 2 Abteile jeweils, ne, weil wir haben ja 2 Seiten. Pro Wand haben wir das Ganze dann 3-mal und das Ganze haben wir in 3 Lager. Kommen wir auf 360. So, also so viele Dwarver haben wir. So, und pro Dwarver brauchen wir ja 14 Holz. Was by the way echt ganz schön viel ist. Ja, 5040. An die Zahl kann ich mich sogar erinnern. Kann sein, dass wir doch letztens das schon durchgerechnet haben. Nice. Delete all. Ja, 5040. Okay. Das wird heftig. Wie viel haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir haben gerade mal 1000 von 5000. Da müssen wir noch massig Bäume pflanzen, Alter. Ach so, halt, nee, Quatsch. Wir brauchen ja Holz, keine Baumstämme. Das heißt, wir müssen die Zahl nochmal durch 4 teilen. Ja gut, das ist natürlich dann ein bisschen angenehmer. Ja, dann haben wir so 1260. Oder? 5040 durch 4. Ich hasse geteilt rechnen, aber das müssten 1260 sein. Doch klar, macht voll Sinn. 5000 durch 4 sind genau 1250. So, genau. Und dann halt noch die 40 aufgeteilt. Macht voll Sinn. So. Ah ja, da haben wir schon fast alles. Dann brauchen wir bloß noch 250 Baumstämme. Sollte machbar sein. Doink, doink, doink. So, ein bisschen auf der Wiese laufen. Aber bei viel schneller ist es auch nicht. Ja. So, genau. Ab hier müssen wir weitermachen. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, weswegen ich damals so viele Bäume hier gepflanzt habe. Holy shit. Aber gut. Frisch ans Werk. Tja, das ist ja auch so eine Idee, ne? Oder so eine Sache, dass wir vielleicht doch ein paar Blätter halt zurückhalten für Dünger, weil, ne, um Dünger herzustellen, brauchen wir halt Blätter, aber andererseits, ich meine, wir haben eigentlich schon was, weil wir haben ja diese zwei Dwarver, also diese zwei Felder da im Lager, haben wir ja quasi einmal voll mit normalen Blättern und einmal voll mit Tannennadeln. Ist ja quasi schon mehr als genug. Wie gesagt, Dünger werden wir in der Regel nicht mehr so brauchen. Und wenn dann halt nicht so viel, von daher, das was wir im Blätter haben, reicht auf jeden Fall. Dann mache ich aus dem restlichen Scheiß wirklich komplett Öl. Machen wir dafür ein Lagerfeld, können wir jetzt auch ordentlich lagern und dann passt es schon. Weil Öl brauchen wir glaube ich auch für... Ne Quatsch, für Gummi brauchen wir bloß dieses komische Harzzeug und ja eben, Ölextrakt brauchen wir eigentlich bloß für Plaste. Ja, komplett falsch geschrieben. So, dankeschön. Genau, brauchen wir für Plaste und Plaste. Na gut, Plaste brauchen wir für Pipes und sowas alles. Also wenn wir hier ne, unsere Kiste miteinander verbinden wollen, diese ganze Rohrverlegekacke da. Was mache ich hier gerade? So, da, genau. So und so.
Genau, für die Dinger brauchen wir es und glaube auch für Kabel. War das nicht so oder waren die Kabels doch auch aus Gummi? Was ist das denn hier? Plastikstripes, okay. Ein DVD-Spieler. Ja, leck mich am Arsch. Haben die schon mal was von Blu-ray gehört? So, machen wir mal klassisch hier. Cable. Was zur Hölle? Genau. Ja, siehst du hier, Plastik-Sheet. Brauchen wir aber nur für HV-Kabel. Okay, hier war Papier. Und das hier war mit Gummi. Genau, so war das. Ja, genau. Eben, das heißt, ja, HV-Kabel, damit werden wir nicht so viel arbeiten. Egal, ich mache trotzdem erstmal alles in Öl. Wie gesagt, Öl können wir dann erstmal lagern. Das ist erstmal das Wichtigste. Oder wir machen einfach noch ein paar Upgrades für die Dwarven, dass wir da ein bisschen mehr Blätter lagern können. Weil ich bin irgendwie ein bisschen dagegen, jetzt hier unnötig Öl herzustellen, was ja quasi schon, ne, verarbeitet ist und dementsprechend nicht rückgängig, nicht also irreversibel ist. Und ja, ich meine, wenn wir das Öl definitiv früher oder später brauchen würden, wäre es ja eine andere Sache, aber da bin ich noch nicht so überzeugt von. Von daher, weil Blätter kann man auf jeden Fall vielseitiger einsetzen, ne? Die kann man zur Not auch verbrennen. Gut, das haben wir zwar auch nicht mehr nötig, weil wir jetzt hier diese Photovoltaikanlage haben. Aber eben, aus Blätter kann man halt alles machen, ne? Da kannst du eben Ölextrakt machen. Wie vorhin schon wieder. Da kannst du Dünger drauf machen. Wir könnten auch irgendwo so einen manuellen, hier, sag schon, so einen Busch anlegen quasi, ne? Wobei ich nicht wüsste, wo. Können wir höchstens mal hinten in dieser kleinen Stadt machen, die wir da angelegt haben. Das wäre vielleicht eine Idee. Wobei da dafür gar kein Platz ist. Ach ja. Fragen über Fragen. Hoffentlich hält die Spitzhacke hier, ist ja. So, müssen wir mal wieder hier ein paar Blätter ablegen. Tasche 1. Ah, haben wir unseren Sold fast erfüllt. Haben wir sogar noch ein bisschen Holz auf der Bodenkante. Sehr schön. Kann nicht schaden. Mein Gott, wie viele Blätter. Hat unsere Spitzhacke schon wieder fast kaputt. Das gibt's doch gar nicht. Muss ich jetzt die letzten drei Bäume mit Handverkloppung abbauen? Da rufe ich mal kurz Jackie-Chan an und dann hier geht's ja ab hier. Nee, ich bin da gerecht nie im Leben. Scheiße. Das gibt's da gar nicht. Na gut, ich würde mal sagen, machen wir nächste Folge dann nochmal eine Runde nach Hause. Und damit wir dann hier direkt ein paar Bäume fällen können. Oder wir lassen die einfach hier stehen. Ich meine,
Sieht aus wie so eine kleine Bauminsel, ne? Könnte man vielleicht doch so lassen. Sieht doch einigermaßen natürlich aus. Gut, außer jetzt hier die Schnittkante hier. Die sieht eher nicht so natürlich aus. Ach, scheiße. Nee, komm. Gehen wir mal in die nächste Folge denn nochmal hier Werkzeug reparieren und Sachen ablegen und Party machen. Genau das. Ja, bis dann.